Guten Tag. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ja, Showdown in der Bundesliga, einen so spannenden Kampf um die ersten Plätze gab es, glaube ich, seit 10 Jahren nicht mehr. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach, über das wir heute gerne reden würden, mit unserem Cheftrainer Lucien Favre und mit unserem Sportdirektor Michael Zorc. Ich bitte um Ihre Fragen. Jürgen Kors. Ja, Frage an den Favre. Wir haben beim Training Abdou Diallo vermisst und Roman Bürki ist nach kurzer Zeit wieder reingegangen. Wie ist der Stand bei diesen beiden Verletzten und bei anderen im Kader? Wir werden morgen sehen, aber für Roman sollte gehen. Es sollte okay sein. Für Abdou wird schwieriger. Er hat die ganze Woche nicht trainiert, auch vor dem Spiel gegen Düsseldorf auch nicht. Es wird schwer. Morgen vielleicht fängt er an zu trainieren und kann er vielleicht voll trainieren, aber sehr unsicher. Was für eine Verletzung handelt es sich bei Roman Bürki? Ist nicht schlimm, eine kleine, wie sagt man, muss der Doc sagen. Hier hinter. Ja, hinter Oberschenkelrückseite. Ja, Oberschenkelrückseite. Ja, so. Muskulär. Muskulär Problem. Ja. Weitere Fragen? Gibt es im Moment nicht. Dann gratuliere ich in der Zwischenzeit Uli Klose zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt gibt es die nächste Frage. Matthias Schärf, bitte. Herr Favre, mit welchem Gefühl, mit welcher Erwartung gehen Sie in diesen letzten Spieltag? Wie geht es Ihnen und was erwarten Sie und was meinen Sie, was da passiert? Ja, das ist Meisterschaft ist spannend bis Schluss. Viele Spiele, viele Mannschaften sind oder wollen sich für die Champions League qualifizieren, auch Europa League. Und auch ein paar Mannschaften kämpfen um den Titel. Und es ist sehr, sehr interessant dieses Jahr. Und das wird klar spannend gegen Gladbach in Gladbach. Aber noch einmal, wir müssen uns auf dieses Spiel top konzentrieren und hoffen, dass es etwas passiert. So, und wir müssen uns auf das Spiel konzentrieren. Nur, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Punkt. Bitteschön. Ja, Marvin Laske. Herr Zorc, haben Sie sich mal bei Eintracht Frankfurt gemeldet oder so? In der Kreisliga wird man denen Kastenbier versprechen, wenn sie gewinnen. Wie ist das? Ja. Ja, das ist. Nein, in diesem Fall nicht, weil wir haben eine besondere Konstellation, dass ja für alle 4 Mannschaften, wenn ich jetzt diese beiden Spiele nehme, um sehr viel geht. Also für Frankfurt geht es auch noch um die Champions League Qualifikation. Und insofern wäre da ein Kasten Bier als Motivationsgrundlage nicht ausreichend, denke ich. Ne? Also die wissen ja, warum sie antreten. Wenn die jetzt komplett schon raus wären, dann wäre es eine andere Situation. Aber es geht für Gladbach um sehr viel. Wir können viel gewinnen. Frankfurt kann viel gewinnen. Das ist eine besondere Konstellation. Da braucht man keinen Kasten Bier mehr hinschicken. Die trinken doch eh lieber, wie heißt das da, Appleboy oder so. Ne? Okay, Sebastian Kolzberger, bitte. Es sind 2 Punkte, die zu den Bayern fehlen. Frankfurt muss gewinnen, Sie müssen gewinnen. Was oder wie hoch rechnen sich denn die Chancen aus am Samstag, dass es denn noch klappt mit dem Titel? Und wie groß sind die Erwartungen an beide? Alles ist möglich noch. Ja, Prozent ist schwer zu sagen. Ich will nicht darüber sprechen. Wir müssen uns auf das Spiel in Gladbach konzentrieren. Wie Sie sagen, Sie müssen auch gewinnen. Wir müssen auch gewinnen. Aber wir müssen ein Top-Spiel machen und gewinnen am Ende. Ich,
glaube, dass das jetzt keine mathematische Kalkulation ist und dass man das nicht in Prozentsätzen beziffern kann, sondern da geht es ja, ja vielleicht auch um Dynamiken, die entstehen in dem jeweiligen Stadion. Wenn wir natürlich in Führung gehen würden, das würde direkt was auslösen darum geht es mehr. Deshalb kann man jetzt nicht sagen, 10%, 20%, 80%. Natürlich wissen wir, dass es von der Ausgangslage, dass Bayern in der Pole Position ist. Das ist doch klar. Ja. Ja. Wie verfolgen Sie das Spiel in München? Herr Watzke hatte gesagt, nach dem Spiel zu Hause, dass er einen kleinen Monitor vor sich hatte. Wie wird das in Gladbach aussehen? Also ganz früh hat man getrommelt. Ne? Dann gab es die Brieftaube irgendwann. Ja? Und mittlerweile gibt es ja doch schon diverse moderne Kommunikationsmittel. Teilweise kriegst du es auf deine Uhr. Insofern, du kriegst ja in Echtzeit, bist du ja informiert. Also wir brauchen noch keinen mehr dort im Stadion sitzen zu haben, wie das früher dann mal der Fall war. Ja, also. Aber wie gesagt, Voraussetzung ist ja immer, wir müssen ja, dadurch, dass wir 2 Punkte weniger haben, müssen wir unser Spiel gewinnen, unsere Hausaufgaben machen. Oliver Müller. Michael, 1992, da wurde schon nicht mehr getrommelt, aber welche Erinnerung hast du an das Saisonfinale damals? Das war ja eigentlich auch eine Konstellation, in der ihr nicht zwingend davon ausgehen konntet, doch noch deutscher Meister zu werden. Mit welchem Gefühl ist man damals in dieses Spiel gegangen? Ihr habt in Duisburg gespielt, Frankfurt war am Ende nicht geworden. Ne? Waren ja nicht. Ja, aber waren keine Guten. Anschließend. Nein, damals war es eine Dreierkonstellation. Und wir waren, glaube ich, sogar als Dritter sind wir in den letzten Spieltag gegangen. Haben aber sehr früh in Duisburg geführt. 9. Minute, Chapuisat. 1-0, glaube ich. Waren dann über fast die gesamte Spielzeit, war dann die Ergebnis auf den anderen Plätzen so waren, dass wir Tabellenführer waren, bis kurz vor Schluss, bis dann Guido Buchwald in der, ich glaube, 86. Minute für den VfB Stuttgart in Leverkusen dann den Siegtreffer erzielt hatte. Und danach war es nicht schön. Hm. Eine Nachfrage? Ja, aber eine Frage an Herrn Favre. In Ihrem zweiten Jahr damals bei Hertha BSC Berlin, da waren Sie ja zwischenzeitlich auch Tabellenführer, obwohl Sie nicht unbedingt als Favorit oder als Spitzenmannschaft bei Saisonbeginn galten. Welche Erinnerungen haben Sie an das Saisonende? Ich glaube, das war eine großartige Saison, aber das Saisonende war nicht so positiv. Nein, das ist nicht der Fall. Es war nicht geplant, dass wir spielen sollten auf Platz. Es war keine klare Ziele. Wir haben unser Best gemacht und alle waren zufrieden mit 4. Platz am Ende. Wir haben gegen Bayern gewonnen damals, aber es war schon im Februar, wo wir nach diesem Spiel Tabellenerste waren. Daher waren noch 13 Spiele circa. Karlsruhe hatten sie dann verloren, glaube ich. Das war so ein bisschen Knacks dann, ne? Puh, letztes Spiel Kaiserslautern oder Karlsruhe? Weil. Ich schau doch mal nach. Eine von beiden. Bei Gericht würde man jetzt fragen, was hat das mit uns zu tun? Deshalb gebe ich das Mikrofon auch wieder weiter. Gut, okay. Danke. Dann, wenn du es einmal hinter dich reichen würdest, Jesko von Eichmann mit der nächsten Frage. Herr Favre, Sie haben es gerade gesagt, Sie müssen in Gladbach gewinnen, um diese Chance am Leben zu halten. Ist genau das, was Gladbach so ein bisschen in die Karten spielen könnte? Christoph Kramer hat neulich gesagt, kontern, das können wir gut. Ist das die Gefahr in Gladbach, dass die Sie dann auskontern, wenn Sie auf das Tor gehen müssen? Ja, Sie können gut Konter spielen, aber Sie müssen auch gewinnen. Wie wir. Deshalb müssen wir uns auf alle Fälle vorbereiten. Hoch spielen, sehr hoch spielen, mit Pressing, ein wenig warten. Und natürlich, wenn du wartest, du bist da 30, 40 Meter vom Tor, gegen das Tor, es ist ein Halbkonter, können auch Konter auch spielen, weit weg vom Tor. Und wir müssen uns auf Fallfälle vorbereiten. Sie haben eine sehr gute Saison gemacht auch und sie sind gefährlich. Aber den Gegner interessiert uns nicht so viel. Wir wissen die Qualität von Gladbach. Wir müssen noch einmal auf unsere Leistung konzentrieren. Wir müssen spielen und wir müssen ein Topspiel machen. Mareike Zeck.
Jetzt sind Sie beide ja schon sehr lange im Geschäft, aber so eine spannende Meisterschaft ist ja auch für Sie wahrscheinlich was Besonderes. Gibt es da auch bei Ihnen noch sowas wie, vielleicht erst an Herrn Favre, wie eine kindliche Vorfreude oder so eine Aufregung, die Sie spüren? Die Meisterschaft ist bis Schluss sehr, sehr spannend. Wie schon gesagt, es ist selten der Fall, sehr selten. Der Titel ist noch nicht entschieden, auch die Champions League, die Europa League, und das ist sehr interessant für alle. Das ist gut für die Meisterschaft in Deutschland, finde ich. Und bei Ihnen, gibt es da auch schwitzige Hände oder einen hohen Puls oder sowas? Nicht speziell, aber wie gesagt, ich konzentriere mich auf dieses Spiel, sonst wir müssen gewinnen, sonst nachher. Ja. Wie ist es bei Ihnen, Herr Zock? Ja, wir freuen uns alle riesig auf das Spiel. Wir sind auch ein bisschen stolz, dass wir auch am Ende dabei sind und bis zum Ende dabei sind. Und natürlich wird die Aufregung, die Anspannung, insbesondere am Samstagmorgen, dann natürlich auch steigen, ne? Wenn man dann ins Stadion fährt. Schöne Momente. Sebastian Kolzberger. Hans-Joachim Watzke hatte gestern in Berlin gesagt, dass er einen 24-Stunden-Autokorso plant, falls es mit der Meisterschaft klappen sollte. Wie sehen Ihre Partypläne aus, falls es klappen sollte? Auch 24 Stunden? Ja, wir spielen erstmal Fußball. Aber es ist natürlich klar, dass sowohl der Club, die Orga-Abteilung und vor allen Dingen auch die Stadt Vorkehrungen treffen muss und ein bisschen vorbereitet sein muss. Alles andere wäre fahrlässig. Ne? Wenn Aki dann noch ein paar Ehrenrunden drehen möchte, dann lassen wir ihn auch nicht alleine fahren. Okay, gibt es weitere Fragen? Oder sind alle wunschlos glücklich? Bitteschön. Herr Favre, jetzt kurz vor Schluss, wie anstrengend war die Saison für Sie als Trainer, für die Spieler? Und wie froh sind Sie vielleicht auch, wenn es dann, ja, am Samstagabend vorbei ist und die Anspannung so ein bisschen abfällt. Wie die Stimmen? Ja, natürlich. Ja, darüber können wir nicht vor diesem Spiel sprechen. Wie gesagt, können nachher darüber reden. So. Jetzt voll Konzentration auf dieses Spiel. Es genügt. An die Sommerpause denken wir danach. Das wird super auch, aber jetzt erst das Spiel. Ich sehe keine Fragen mehr. Dann Dankeschön, gute Anreise nach Mönchengladbach am Samstag. Wir sehen uns dort. Bis dann, tschüss. Merci. Kommt nicht zu spät, ne? Ja,